Vautrés Malerei beginnt eigentlich sehr untypisch. Er kommt nicht von den gängigen Stilen her, sondern von der dunkeltonigen nördlichen Malerei, flämisch, holländisch, nordfranzösisch. Und dann kommen in der Mitte der 20er Jahre die schwarzen Bilder. Landschaften, Gletscherlandschaften, Akte, Stillleben mit toten Tieren, schwarz auf schwarz gemalt mit wenigen Farben, die die Bilder eigentlich kennzeichnen, sodass man den Eindruck hat, die Gegenstände treten aus dem Dunkel und erscheinen sozusagen vor uns. In 1928 hält sich Vautrés in Port-Cros an der Côte d'Azur auf und malt nach diesem Aufenthalt ganz neuartige Bilder mit einer helleren Palette. Und darauf spielen die Olivenbäume mit ihren gekurften Formen eine wichtige Rolle. Dieses Bild ist sehr aufsehenerregend, denn es hat eigentlich eine fast van Goghsche Aufgewühltheit, so wie die Linien in den Baumkronen zu Arabesken werden, sich verselbstständigen. Die Zeichnung, die bis zum Schluss für ihn eine zentrale Rolle in der Malerei spielen wird. Vautrés gehört zu den seltenen Malern, die sich auch in der Skulptur versucht haben. Zweimal in seinem Leben, 1928 und 1940, erarbeitet er Folgen von Köpfen meist. Diese Figur ist eigentlich ein Einzelstück. Es sind richtige Malerskulpturen, denn sie sind sehr frontal gearbeitet und mehr werden die Züge dieser Köpfe mit feinen Linien ziseliert. Sie haben manchmal etwas Archaisches, manchmal wiederum ist die Materie, wie in der Malerei, sein Thema, wenn der Kopf sozusagen zerstört wird und in Materie übergeht. Mitte der 50er Jahre hat Vautrés den Zenit seiner Arbeit, seines Ruhms erreicht. Nach Gegenstandsbildern, den alltäglichen Objekten, die er wiedergibt, folgen große Akte, Landschaften und fast abstrakte Bilder. Doch für ihn ist es wichtig, dass der Gegenstand immer noch präsent bleibt. Er sieht sich nie als abstrakten Maler. Er will immer, dass die Realität in seinen Bildern spürbar bleibt.